Moin und willkommen zu einer neuen Folge von War Thunder, heute mit dem Jay Chris. Hey Leute! Und ich bin heute mal mit den Briten auf 10-7-10-3 unterwegs, weil da gibt es einfach ein paar Fahrzeuge, die will ich mal ausprobieren und danach entscheiden, vielleicht mit euch zusammen, ob ich da mal ein Vorstellungsvideo mache. Und der erste Kandidat ist der TTD, der ja, GTA-Panzer, wie man immer so schön sagt, weil der GTA-Panzer... Ich glaube, in GTA 5 basiert auf diesem guten Stück. Also wenn man die mal nebeneinander stellt, dann sehen die fast identisch aus. Und ich will einfach mal gucken, wie der taugt. Ja. Und den da hinten, den fahren wir nachher auch noch. Bijma. Mit seinem komischen Minenräumzeug vorne dran sieht er immer irgendwie voll gefährlich aus. Das Einzige, was ihn wirklich cool macht. Ja. Das ist ja auch nur ein T90. Wahrscheinlich A oder so. S. Okay. Wofür das S auch immer steht. Scheiße. Sport. Salz. Weil man da immer ganz viele Tränen weint, wenn man neben sitzt. Also ich finde ihn so mittelgut. Bin halt echt kein T90-Fan, muss ich sagen. Ich finde auch, dass er da besser aussieht, als er sich spielt. Also der TTD ist ganz schön lahmarschig, ist halt ein Brite, aber er macht seinen Wurzeln alle Ehre. Ja du Vogel, was ist denn dein Problem, ey? Dankeschön, dass wir wegen dir so... Alter, warum zerbröselt das denn hier alles so? In der Artillerie? Wollen wir mal warten einfach, ich möchte jetzt irgendwie nicht reinfahren. Nein, T90, ich fahre da jetzt einfach rein. Na gut. Okay. Treffer. Oh, scheiße. Ja, okay. Also einen habe ich noch gekriegt. Sehr gut. Und von rechts. Alter, da sind so viele. Für den habe ich eben meine Abschusshilfe bekommen. Also. Jetzt aber mal kurz gucken, was ist denn da eigentlich für eine Kanone reingebaut? GT3 sagt mir überhaupt nichts. Aber es ist halt ein 105er. Gut, der ist halt auch wieder gar nicht gepanzert, der TTD. Aber gut, ist halt ein Demonstrator, ne? Ja, wir haben wahrscheinlich schon irgendwas auf dem getestet. Frage ist was, aber falls ich da eine Vorstellung zu machen sollte, meine Damen und Herren, schreibt es in die Kommentare, dann finden wir das raus. Vielleicht, ja, die Kanone. Ich vermute es auch. Das ist ja, glaube ich, wieder so ein südafrikanisches Gerät. Mhm. Alter, dieser Pflug sieht halt so böse aus. Und was voll was Mad Max-mäßiges. Ja. Na, gucken wir mal. Aber das Deck fahre ich jetzt zum ersten Mal, meine Damen und Herren, aber... Ich bin optimistisch, dass das eine ganz okay Runde werden könnte, außer wir werden halt jetzt voll vom Gegnerteam weggeklatscht, wie man auf der Map gerade sehen kann, könnte das durchaus passieren. Zumindest über C, A und B sind ja noch ein paar von uns. Scheiße. War ein Versuch. Ich wollte hier sein, ich wollte ihm kein Kanönchen ziehen. Alter, was nimmt ihr mir raus? Den Höhenrichtantrieb von der Waffe. Ist doch ein Witz. Alter. Also, wie kann es sein, dass er genau das trifft? Das Ding ist winzig. Also, nur mal, ne? Also, dieses kleine Pinöpel-Ding, da hat er gerade getroffen. Ich krieg die Krise. Und es dauert 40 Sekunden zum Reparieren. Sonst ist nichts weg, keine Crew, keine... Ja gut, mein Commander am MG, aber das ist mir relativ Latte. Ja, wobei, ist das der Commander? Ja, doch. Warum ist der Nebel schon weg? Das ging sehr schnell. Aber das hat mich gerade ein bisschen gewundert, also... Warum da nichts sonst kaputt gegangen ist. Wäre okay gewesen für mich. War ein guter Schuss, kannst du nichts sagen, aber.
So, was hat der für Thermal? Eigentlich sogar ziemlich gutes. Dürfte Generation 2 sein. Lol. Links von unserem Gegner sein? Ich hoffe nicht. Diese Challengers, die fühlen sich halt echt so träge an. Ja, ist ja auch. Fühlt sich nicht nur so an. So, und du bist, dass er so laut ist, okay. Gut. Turbine kreischt halt. Aber ich finde, die sind immer noch leiser als Abrams. Ja. Das stimmt. Oder T-62er. Das ist immer noch so die Latte, die muss überspringen, dann bist du sehr, sehr laut. Okay, ich glaube, hier ist tatsächlich gerade niemand mehr. Oh, Kacke. Flugzeug hat uns aber in Ruhe gelassen. Ja, der sah gerade für mich so aus, der kam auf uns zugeflogen und dann hatte ich vermutet, der wirft was ab und ist dann abgedreht, aber scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Oh, warte mal, bleib mal stehen. Oder nee, bleib mal nicht stehen. Ah, okay. Das war wieder ein Flugzeug, wieder tief, aber ich hätte nämlich gedacht, ich hätte einen Panzer gehört, aber also der Bischmar, der ist aber, also vorwärts steuert er sich sehr gut. Und der Mann da vorne links hat anscheinend Probleme. Ja. Mal kurz hier rauslunsen. Nichts. Nee, ich glaube, er hat doch gewonnen. Nein, da kommt noch etwas. Wo? Okay. Vor mir, er ist an meinem Turm abgeprallt. Ja, das können die Challenger. Euer Turmpanzer ist wirklich. Na gut, die sind halt so stark gewinkelt. Ja, Turmpanzer geht schon klar. Der Rest halt nicht so. Gut, sonst kann er ja auch nichts. Langsam, die Kanone ist im Mittelgut. Nicht schlecht, aber es ist auch nichts Besonderes. Man kann den Reload auf 5 Sekunden drücken, was halt noch okay ist, aber es haben ja heutzutage viele der MBTs auf dem Battle Rating. Also ich frage mich, wo die ganzen Gegner sind. Das ist halt die große Variante, ne? Und so viele nehmen jetzt auch nicht mehr. Die Hälfte ist beiden Seiten raus, ungefähr fast die Hälfte. Ich mag die Variante gar nicht, muss ich leider sagen. Ich auch nicht. Die normale finde ich super, aber bei der normalen hast du halt das Problem, wenn da ein Team mal die Oberhand hat, ist Feierabend. Bei der größeren kannst du vielleicht noch ein bisschen was drehen, aber jetzt voll cool, wenn es irgendwann mal Minen in War Thunder gäbe. Dann könnte man diesen Minenräumenflug auch mal benutzen. Aber wüsste nicht, wie man das gut machen will. Ja, das wäre halt überpowered, wenn du es dann nicht nutzen kannst. Ja. Weil man müsste ja auch irgendwie eingraben können oder so. Genau, und du bräuchtest ja theoretisch auch spezielle Fahrzeuge, denn für die halt nichts anderes dann machen, außer Minen zu legen. Das bringt halt dann nicht viel. Oh, direkt bei mir ist einer. Okay. Da. Oh, bei A sind einige. Gegner. Okay, ich bleib mal hier unten. Oh, krass. Alter, der Bischmar hält massiv was aus, aber er ist nicht so gut. Was die Kanone angeht. Ist das eine normale?
Wer zum Teufel schießt denn jetzt auf mich? Alter, das ist nicht euer Ernst. Ey, schon wieder der Höhenrichtantrieb ist im Arsch. Und warum zum Teufel schießt der 2K von hinter mir auf mich? Was soll das? Er wollte mich rausziehen, aber das hätte er nie und nimmer geschafft. Naja, gut. Flugzeug habe ich gehört. Ist die Frage. Normale Bomben oder Laserblinkt? Ich bin die Jaguar noch nie geflogen, wollte ich nur mal kurz anmerken. Na, warum geht's? Okay, jetzt. Warum kann ich keine Atomwaffen mitnehmen? Das wäre doch praktisch. Ja, Laser-Guided aus 23 Kilometern oder so. Ja, würde ich nehmen. Einfach reingleiten lassen. Die Jaguar sieht ganz cool aus. Wie ganz hübsch eigentlich. Irgendwie wie aus einem Spiel aus. Ich weiß auch nicht. So, wo steht der Kollege? Hab nicht gesehen, leider. Au. Keine Ahnung, wo der jetzt stand. Okay, ganz hinten irgendwo versteckt. Das ist halt das Problem, wenn man über A fahren will. Man kann halt so sehr weggesniped werden von allen Seiten. Halt offen wie Dreck. Ja. Okay, das ist ein Flak, aber die bewegt sich nicht. Scheiße, die war viel zu tief umgeworfen. Ey, was macht denn diese Flak? Warum? Ah, jetzt. Ich hätte sie einfach angreifen sollen und hätte mein Maul halten sollen. Das war sehr, sehr dumm gerade. Kann das sein, dass wir, ich glaube, wir verlieren gerade ziemlich böse. Das ist eine ganz, wir haben, kommen noch Leute. Ganz komische Runde. Dem ist halt wieder, du hast halt jetzt hier dann... wenn du halt einmal dann drin bist, einmal gestorben bist, dann musst du erstmal wieder ewig weit fahren. Ja, um halt dann. Deswegen sind auch wieder viele anscheinend bei am ersten Kill rausgegangen. Ja. Yeah. Am ersten Sterben und. Eins, zwei, drei beim Gegnerteam und bei uns. Zwei, vier, fünf. Plus einer, der direkt am Anfang von der Runde rausgegangen ist. Ich habe keinen Bock gehabt. Guter Schnitt. Für so eine Map, würde ich sagen. Wo war denn die Flak? Zwischen B und C quasi auf deren Seite. Ja, relativ nah beim linken, rechten Spawn, also im C-Spawn. Stand einfach in der Senke mitten in der Wüste. Nicht gesehen beim Überfliegen. Aha. Falcon größer 2.38. Easy. Wenn der zu C fährt, fahre ich jetzt einfach mal nach B. Vielleicht kriegen wir tatsächlich doch noch die Karte zurückerobert. Nee, ich sehe keine Flak. Na gut, vielleicht ist er mittlerweile auch draufgegangen. Steht ihr die Möglichkeit? Oh, verdammt. Da war plötzlich ein Stein, ich bin so tief geflogen. Das war nüscht. Man macht, kriegst du dann plötzlich einen Stein im Weg. So, ich fahr doch zu C. Der Kollege wurde da gerade erschossen. Boah, aber die Falcon ist halt auch wirklich nicht das richtige Fahrzeug für die Map. Ist halt zu lang unterwegs. Ja, anstrengend leider. Frage ist, wo ist der Dude, der gerade
unseren Leid gequält hat. Hat sich von hier außen angehört. Shit, der bewegt sich nicht. Er wartet darauf, dass man Captain kommt. Was leider recht schlau ist, weil wir müssen ja. Der kann warten. Nee. Ja, die muss jetzt auch. Schaffe ich nicht mehr, nicht mal ansatzweise. Ich wäre lieber in Heli gegangen, das wäre mir besser bekommen, glaube ich. Naja, zweite Runde. So, Freunde, zweite Runde. Beste Map. Nee, ich kann die nicht leiden, gar nicht. Auch nicht, also in der Konfiguration noch weniger, aber... Ein Fan vom Aralensee. Aber wenn das ein See ist, wo ist denn dann das Wasser? Ein bisschen... Ist ja da noch, aber... Stimmt, ein bisschen gibt's da noch, ja. Nicht mehr als zu viel. Sieht man das auf der Map? Nee. Mit der Map nicht, aber ja, ich glaube, es wird auch nicht mehr mehr. Nee. Ohne Zufluss wird's schwierig hier. Und hast du das in der Sahara gesehen? Was? Dass es da so gepisst geregnet und teilweise sind da grüne Stellen entstanden, wo niemand jemals gedacht hätte, dass da grüne Stellen entstehen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das smart ist, wie ich jetzt hier fahre. Tja, wir werden es gleich merken. Also ich lebe noch. Ich bin ja nämlich einfach hinterher gefahren. Also so dumm wird es nicht gewesen sein. Frage ist... Oh. Ach, der Abrams hat meine Kanone bekommen. Ich habe seine Kanone bekommen. Das ist schön, dann kann ich jetzt reparieren. Von rechts. Ich muss mich zurückziehen. Ja. Ich böse gemeint, aber hier in der Senke steht einer. Oh, der hat sich auf mich konzentriert sogar. Das war dumm, mein Freund. Das war sehr dumm. Schnelle Hilfe abgegriffen. Hier ist, glaube ich, noch einer. Der Abrams müsste hier noch sein. Ja, ja, sehen wir leider nicht. Und hier ist auch noch einer um die Ecke. Oh, rechts von uns direkt. Das ist aber ungünstig. Vorne ist auch noch einer. Oh, ja, Kacke! Da hat mich geschossen, aber mein Motor ist raus. Nein, ich hätte gerade wieder schießen können. Aber gut, ey, der Challenger finde ich gar nicht mal so verkehrt, muss ich sagen. Der hat mir gerade ganz gut Spaß gemacht. Aber jetzt gehe ich den mal richtig böse auf die Nüsse mit dem G-Lynx. Aber wie weit. Na, ich glaube, eben die Map wäre besser gewesen für den G-Lynx. Ja. Ich kann nicht, jetzt werde ich ausbrennen. Ist doch keiner von unserem Team in der Nähe, was ist denn da los? Bei G-Lynx geht immer. Wir sind jetzt drei im A-Punkt. Oh, Kacke, da fliegen ganz schön viele Raketen rum. Oh, krass, der hat gar nicht mal so einen geilen Zoom, der G-Lynx. Hä? Ich check's nicht, wie können die Leute denn immer so gut mit dem G-Lynx schießen? Der Zoom ist ja wirklich Grütze. Das möge mir bitte mal jemand erklären. Weil, wenn ich einen G-Lynx am Himmel sehe, ist er immer irgendwie 20 Kilometer hoch. Mhm. Ist am Flugzeug. Da ist ein Su-25. Okay. Okay, sie brennt. Und fällt. Ich versuche jetzt gerade zu locken. Nee, Alter.
Ich, hä? Das ist nicht die G-Links-Erfahrung, die ich haben wollte. Ich habe mir immer gedacht, der muss ja einen mega krassen Zoom haben, wenn es auf die Entfernung geht, aber... Nee, es sind nur die Raketen, die stark sind. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Ich habe da halt noch nie drin gesessen in dem Hobel, aber... Gespannt, kommen die jetzt? Hm? Gott verwirrt. Okay, ich glaube, das muss ich mit dem Ding noch mal ein bisschen üben. Und vor allem meine ATGMs, die ich da geschossen habe, die haben gerade nicht das getan, was ich gehofft hatte. Aber naja. Nehmen wir mal den Warrior. Desert Warrior. Nehmen wir auf den Superhind gespannt. Der ist ja ein Squad Vehicle. Ah, echt? Okay, das finde ich krass. Hätte ich nicht erwartet. Ja, hätte ich auch nicht. Der kommt einfach unten ran in den Tech-Tree oder so. Mhm. Aber der sah vor allem schon ziemlich cool aus. Er sah voll super aus. Aha. Für den Hind, ne? Ja. Alter. Okay, man kommt nicht mehr so gut aus unserem Sport raus. Ich seh's gerade, drei sind gleichzeitig gestorben. Eher schwierig gerade hier. Ich gehe mal auf einen anderen Spawn rein. Ja, da war ich gerade auch. Schnell hinter Deckung fahren. Au, ich krieg von oben was rein und von vorne. Links, von rechts. Ja, hier ist einer. Das. Bin gestorben. Oh Gott, ey. Also 17 irgendwo in der Stratosphäre. Okay, dann versuche ich mal. Was ist 17? So 17? Was ist denn da so 17? Meinem Luftjäger Luftjagd zu machen. Oh, der ist sogar wirklich übelst in der Stratosphäre. Okay. Oh, jetzt ist ja noch irgendwo ein Apache hier, der mit AGMs schießt. Das hat leider nicht das Fahrzeug, das ich gegen solche Dinger brauche. Das ist voll gut, wenn ich so M120er auf meiner Sea Harrier hätte. Ja. Yeah. Wunschdenken. Einfach oh. Einen hinterher schicken. Ja, du Säckel. Stürzt halt ab. Alter, wenn ihr das überlebt, dann bin ich echt ein bisschen sauer. Alter, der überlebt das halt. Renn halt aus oder stürz ab oder mach irgendwas. Ey, wenn der zurückkommt. Ne, jetzt schmiert er endlich ab. Gedacht, er kann okay, sich noch retten. Ich hab die A7, die war hier oben in der Stratosphäre. Ne, die A7 hab ich. Ne, ne. War. Oh, jetzt hab ich einen Streller gefressen. Aber ich hab nächstes Mal eine SU-24. Okay, ich hab eine SU-24. Ich hab sie schwer beschädigt. Die A7 habe ich gekillt. Okay, okay. Ich dachte, das wäre schon mein Kill gewesen. Nee. Die habe ich schön mit der Falcon runtergeholt. Die war tief. Okay, sie muss mal okay abschauen, warum treffe ich den Hein? Nee, achso, lol, der war schon tot, deswegen... Dann maximal verwirrt. Hier passiert viel Dinge. Da ist sie doch.
Alter. Also, das war eine interessante Runde heute. Also, ich finde das Deck gar nicht schlecht, aber unsere Runden waren heute richtig fies. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr von einem der Fahrzeuge vielleicht eine spezielle Vorstellung haben wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.